Liebe zum 150. Male montags Demonstrierende, die größte Fehleinschätzung innerhalb der Bürgerbewegung gegen S21 wurde genau vor einem Jahr nach der Volksabstimmung gleich mehrfach getroffen. Dass sich unsere Protestgründe und Themen erledigt hätten, dass nicht mehr ausreichend viele mobilisiert werden können, dass der Kampf auf der Straße und gegen S21 sinnlos und verloren, dass das Ritual der Montagsdemonstrationen entleert sei. Aber wenn die vielen Tausenden, die seitdem durch ihr stetes Kommen, durch ihre unermüdliche Organisationsarbeit, durch ihr beharrliches Intervenieren und inhaltliches Insistieren, wenn all die Tausende von Kopfbahnhof-Freundinnen und Freunde auf die sich im Irrtum befundenen Orakel aus den eigenen Reihen gehört hätten, dann, und das ist gewiss, gäbe es diese einzigartige Protestbewegung nicht mehr. Es gab und gibt keinen anderen Protest in Deutschland, der über so lange Zeit so konstant so viele Menschen angezogen hat und weiter anzieht. Und es ist etwas ganz Außergewöhnliches, dass sich dieser Protest inzwischen nicht nur gegen das Ärgernis Stuttgart 21 richtet, sondern dass er seine Themen, seine Fragestellungen, seine Debattierkultur ausweitet und an gesellschaftlicher und politischer Zukunftsgestaltung ausrichtet. Diese Bürgerbewegung regt auf, regt an, irritiert aufs Schönste und provoziert das Establishment. In Stuttgart hat sich eine außerparlamentarische Bewegung etabliert, die sich hartnäckig gegen den neoliberalen Umbau der Republik auflehnt. Und es ist eine Bewegung, mit der auch zukünftig und vehement zu rechnen ist. Liebe 150. Montagsdemo, das schafft so niemand in Deutschland. Dafür die allerherzlichsten Glückwünsche. Folge also 150 Mal, mindestens einmal pro Woche auf der Straße präsent, oft wesentlich öfters, 150 Mal, eine schier unglaubliche Zahl. Vor allem deswegen, da auch so vieles bei uns nicht funktioniert hat, da wir öfters auch richtig schlecht waren, da wir uns häufig selber ganz große Steine in den Weg gelegt haben, mit unseren manchmal auch unproduktiven Streits, mit unseren Unfertigkeiten, Unerfahrenheiten, mit unseren Fehleinschätzungen, mit unseren Eitelkeiten. Dazu sind wir oft totgesagt, weggeredet und kleingeschwiegen, von der Presse unterbewertet, oft einfach ignoriert, beleidigt, von unseren Gegnern belächelt und immer wieder unterschätzt worden. Und da keine Jubiläumsfeier ohne Grüße auskommt, liebe Freunde der Korruption, liebe Immobilienhaie, liebe Makler und liebe Konzernchefs, liebe Austeritätspolitiker, liebe Geld in die Schweiz-Verschieber, liebe Grundstücksspekulanten, liebe Tunnelbohrer, liebe CDUler, liebe Scheißegal, Hauptsache mein Entwurf kommt durch Architekten, liebe von unten nach oben Verteiler, liebe neoliberale Dummschwätzer, ihr seid mit uns an den falschen Gegner geraten, ihr seid an einen intelligenten, einen kreativen, ihr seid an einen zähen und sturen Gegner geraten, an einen Gegner, der es wirklich ernst meint, der mit Beharrlichkeit, mit Humor und mit Konsequenz, mit Argumenten und Herzblut, der euch vor allem mit Visionen niederringen wird. Und liebe Freundinnen und Freunde, wir haben gerade einen Lauf. Wir sitzen euch im Nacken und riechen euren Angstschweiß. Wir sind ganz nah dran, ihr spürt unseren Atem, das macht euch nervös. Ihr macht gerade noch mehr Fehler als sonst. Ihr seid auf der Schlussstrecke eurer Einbahnstraße. Genießt euren Irrtum, solange es noch möglich ist. Und denkt immer dran, wir haben einem verlogenen Oberbürgermeister die Lust am Weiterregieren verdorben. Wir haben einen korrupten Ministerpräsidenten weggefegt. Und wir werden auch Stuttgart 21 begraben. Ihr werdet uns niemals los. Wir euch aber. Und das ganz bald. Mal und immer wieder die Frage, warum wird ein so unprofessionelles, ein so schlecht geplantes, zerstörerisches, hässliches und ruinöses Projekt wie Stuttgart 21 gegen jede noch so nachvollziehbare Vernunft weiterbetrieben? Die Beantwortung dieser Frage fällt mit fortschreitender Dauer Montag für Montag immer bizarrer und surrealer aus. Schauen wir uns die Rechtsbrüche, die Dummheiten, Destruktionen und Dilettantismen, die Pleiten, Peinlichkeiten und Pannen nur eines Jahres an.
360 Mal schlafen, 36 Skandale in 3,6 Minuten. Und los geht's. 14.12. Aufsichtsrat der Bahn wird über Kostensteigerungen informiert. 16.12. Klage des BUND. Verwaltungsgerichtshof untersagt Bahnbauarbeiten im mittleren Schlossgarten. 29.12. Bündnis Bahn für alle deckt Manipulationen im Stresstest auf. 3.1. Eisenbahnbundesamt verbietet das Baumfällen. 18.1. Nordflügelabrissfirma Wolf und Müller gibt wegen statischer Probleme Technikgebäudeauftrag zurück. 20.1. Sinnlose, weil verfrühte Baumfällungen am Wagenburgtunnel. 31.1. Bahn bestellt bei CDU-Parteispender Herrenknecht Bohrmaschine ohne Baugenehmigung. 15.2. Räumung des Schlossgartens, erste Fellarbeiten, mindestens ein Jahr zu früh, da die Bahn keine Baugenehmigungen hat. 24.2. Bahn fällt Bäume, die gemäß Schlichterspruch hätten versetzt werden sollen. 10.3. Bahn verstößt mit Fellarbeiten gegen Artenschutzbestimmungen. 12.3. Gutachten weist Stresstestmanipulation nach. 19.3. Bagger beschädigt Bahnhofsdach, Einsturzgefahr, Gleissperrungen. 22.3. Verfassungswidriger Rückbau der Bahnkapazität offiziell belegt. 23.3. Bahn räumt mindestens ein Jahr Zeitverzug ein. 14.4. Passantin wird von Abrissbrocken getroffen und verletzt. 19.4. Abriss der alten Eisenbahndirektion wegen brütender Falken abgebrochen. 1.7. Abermalige Gleissperrungen und Sturmschäden wegen fehlendem Windschutz. 7.7. S21-Partner lehnen Bürgervariante beim Filterdialog ab. 24.7. Erste Zugentgleisung aufgrund bauvorbereitender Maßnahmen für Stuttgart 21. 31.7. Instabiles Bahnhofsdach wird entfernt. Reisende stehen zukünftig im Regen. 6.8. Firma Kellerbau fürs Technikgebäude meldet Insolvenz an. 14.8. Bauarbeiter stoßen beim Technikgebäude auf Wasser. 24.8. Stadtbahnbau an der Staatsgalerie muss wegen Artenschutz verändert werden. 29.9. Zweite Entgleisung. 7 Fahrgäste werden verletzt. Eine Oberleitung wird umgerissen. Chaos im Stuttgarter Nahverkehrsnetz. 2.10. Bahn veröffentlicht einen neuen, massiv nach hinten korrigierten Bauzeitplan. Anfang Oktober, das Bahnsteigdach wird abgestützt, Gleis 8 nur noch teilweise und ohne Windschutz benutzbar. 8.10. Herrenknecht stellt Bohrmaschine für Filtertunnel fertig, nach wie vor ohne Baugenehmigung. Sie wird eingelagert. 9.12. dritte Entgleisung, diesmal mit einem Testzug. 10.10. katastrophales Brandschutzgutachten, vernichtendes Urteil. Notwendige Änderungen würden weiteres Planänderungsverfahren erfordern. 13.10. S21-Betreiber erwägen ab Windstärke 8 Bahnsteigsperrungen. 22.10. Offenbarung Alter Bahn. Kostenrahmen und Zeitplan können nicht eingehalten werden. VA-Zugeständnisse sind damit hinfällig. 26.10. S21-Aussichtsplattform im Schlossgarten eröffnet, obwohl es nichts zu besichtigen gibt, da Baugenehmigungen fehlen. 12.11. Brandschutzexperte der Stadt äußert Zweifel an der Brandsicherheit des Bahnsteigdaches. 14.11. Es wird bekannt, dass der Neckarsteg vor seinem Abriss für 25.000 Euro saniert werden muss. 18.11. S-Bahn-System gerät aus dem Takt. Bahn will altes Stellwerk wieder betreiben, welches aber abgerissen werden soll. 23.11. weitere Offenbarungseiter Bahn. Bahnvorstand Käfer räumt Planungsfehler ein. Es gäbe signifikante Planabweichungen beim Bau. Eine neue Führungsebene soll eingebaut werden. 360 Tage mit 36 Skandalen. Liebe Freundinnen und Freunde, man muss es sich einfach noch einmal vergegenwärtigen. Seit der Volksabstimmung letztes Jahr wurde nichts gebaut. Der Planungsrückstand beträgt über ein Jahr. Die wahren Baukosten sind immer noch unbekannt. Die Leistungsdaten werden manipuliert. Der Brandschutz ist nicht genehmigungsfähig. Mehrere Züge sind entgleist. Verletzte gab es auch schon. Ein Verkehrschaos wurde mehrfach ausgelöst. Der Windschutz wurde zerstört. Gleise sind nicht benutzbar. Denkmalgeschützte Gebäude werden teilabgerissen. Freiberufler und Gewerbetreibende werden vertrieben. 2 Clubs wurden geschlossen. 400 Bäume sinnlos gefällt. Ein Loch wurde gegraben. Der Kostendeckel gesprengt. Baugenehmigungen werden nach mehr als 10 Jahren Planungszeit immer noch. Ein Planänderungsverfahren gibt es bereits mit Optionen auf weitere. Der Filterdialog ist gescheitert. Eine nicht bohrende Bohrmaschine musste eingelagert werden. Die letzte Kapitulationserklärung aus der Bahnzentrale ist gerade mal 3 Tage alt. Liebe Freundinnen und Freunde, man kann gar nicht so viel fressen, wie man kotzen möchte, auf dieser Menge an gequirlter Scheiße. Da ist hier wieder die Frage aller Fragen. Worum geht es denn in Wirklichkeit bei diesem ignoranten, primitiven, stümperhaften, dummen, irrsinnigen, dilettantischen, beschränkten, stupiden, vernunftlosen, unverständigen, bornierten, schlichten und einfältigen Projekt? Der Antworten gibt es viele und immer wieder neue. Fest steht dabei nur eines: Es geht offensichtlich um alles, um das Grundsätzliche.
um die große Frage nach dem Wie. Wie wollen wir leben, jetzt und in der Zukunft? Und zur Feier des Tages möchte ich heute ganz weit zurückblicken, 2400 Jahre. In der Antike nämlich wurden bereits alle wesentlichen Fragen aufgeworfen und diskutiert. Die berühmten Überlegungen von Aristoteles aus dem ersten Buch der Politik über die zweckmäßige Ordnung der Polis untersuchen das Verhältnis des Politischen zum Ökonomischen. Aristoteles beschreibt dabei sehr anschaulich, wie die naturgemäße Ordnung der Gemeinschaft das Gemeinsame konstituiert. Alle Belange des Ökonomischen, wie die Tätigkeiten des Herbeischaffens von Waren, wie deren Erwerb oder wie die Versorgung, bleiben immer eingebettet in der Form des Gemeinsamen. Die Ökonomia ist zwangsläufig Teil der Politike oder sie ist nicht existent. Und Wirtschaft ist bei Aristoteles unselbstständig. Sie kennt keine eigenen Gesetze und Mechanismen, sie fügt sich nahtlos den Bedingungen zur Erhaltung des sozialen und politischen Guts ein. Das heißt konkret, dass jedes Mittel seine natürliche Grenze im Zweck erfährt. Und sobald Tauschhandel, sobald Geschäfte nicht mehr nur der Behebung des Mangels dienen, sobald Geschäfte dem Maß eines gerechten Tausches, dem Band der Gegenseitigkeit nicht mehr entsprechen, sobald Geschäfte also nicht mehr zweckmäßig sind, unterstützen und befördern sie nicht mehr das gemeinsame und politische Band der Polis. Sie schaden vielmehr der Gemeinschaft. Und Aristoteles beschreibt in der Folge Verirrungen und Abdrifte, die sich im Gelderwerb vollziehen. Wenn der Gelderwerb seine Grenze nicht mehr im Bedarf oder im Gebrauch findet, wird er pervertiert. Die Proportionen des Gemeinsamen werden somit verwirrt, eine Verwerfung gemeinschaftlicher Teilhabe, eine Depolitisierung des politischen Bands tritt ein. Denn am Höhepunkt der Gelderwerbeskalation steht eine Art künstliche Fortpflanzung, die im Geldgeschäft, im Geldverleih ein sich selbst gebärendes Geldmittel hervorbringt, den Zins. Zins ist Geld, gezeugt von Geld. Die naturgemäße Ordnung von Ökonomia und Politike ist damit durchkreuzt. Der Kreis von Erwerb und Bedarf endgültig aufgebrochen. Wenn sich also Geld durch sich selbst in unendlicher Weise vermehrt, so ist nach Aristoteles die Zeit aus den Fugen. Sie ist aus den Angeln gehoben. An ihre Stelle tritt eine leere Form der Zeit. Eine Zeit ohne Eigenschaften, ohne konkrete Qualität, in der Verzinsung ist die Zeit zu Geld geworden. Das erste Buch der aristotelischen Politik beschreibt also einen Fluch, der bis in unsere heutige Zeit hinein fortwirkt. In der schrankenlosen Fortzeugung des Geldes hat sich eine scheinbare Naturordnung eingerichtet, die mit eigenen Bewegungsgesetzen die politischen Lebensformen aushöhlt. Der abwegige Geldgebrauch läutet den Ruin der Polis, die Zerstörung des Gemeinschaftlichen ein. Geschichtlich war es dann auch so, dass das attische Gemeinwesen in der Folge daran zerbrach. Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, die Frage von Aristoteles, Geld oder Leben, diskutieren wir auf verschiedenste Arten und Weisen seit 150 Montagsdemonstrationen. Ist unser Leben inzwischen nur noch an die Potenz der Geldvermehrung gebunden? Wollen wir in einer Gesellschaft leben, in der unbegrenzter Gelderwerb, in der die unbegrenzte Reproduktion von Geld das Maß für gesellschaftliche Vitalität geworden ist? Oder wollen wir ein bedarfsorientiertes Wirtschaften? Wollen wir eine Ökonomie, die in die Form des Gemeinsamen eingebettet ist und ihr dient? Und wir werden keineswegs müde, immer wieder zu antworten. Wir lehnen Regierungsformen ab, in der nur noch ökonomische Dynamiken die sozialen Lebensprozesse bestimmen sollen. Wir lehnen Lebensformen ab, in denen das Kapital als selbstgenerierendes Leben erscheint und alle sozialen Lebensbedingungen seiner eigenen Logik unterwirft. Und wir lehnen es ab, denjenigen zu folgen, die uns predigen, dass der Kapitalismus mitfühlend, seelenvoll und sinngebend, dass ein naturgegebener Zustand und somit unveränderbar sei. Wir kämpfen gegen diese Weltsicht. Wir kämpfen gegen die Verbetrieblichung der Lebensführung. Wir kämpfen gegen die Merkelsche Vision von Zukunftsfähigkeit. Wir kämpfen gegen Stuttgart 21. Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, in den nächsten Monaten und Jahren wird es sich zeigen, ob das große politische Engagement hier in Stuttgart und Baden-Württemberg nur ein einmaliger Vorgang, ein historischer Sonderfall war. Die zentrale Frage ist und wird sein, ist das Engagieren für soziale Gerechtigkeit, für eine Bürgergesellschaft, die eine Gegenposition zum allgegenwärtigen Egoismus und der Glaubenslehre des Neoliberalismus einnimmt, ist dieses Einstehen für eine Solidargemeinschaft zukünftig und dauerhaft mehrheitsfähig? Wir haben die Antwort schon bald zu geben. Nächstes Jahr ist Bundestagswahl und wir sind in einer kritischen Situation.
Es gibt derzeit keine politisierte junge Generation. Das Fernsehen ist quasi durchkommerzialisiert. Es gibt kaum kritische Medien. Es gibt immer mehr Arbeitslose oder in prekären Verhältnissen Lebende. Unsere Kinder haben lange nicht die gleichen Berufsperspektiven, wie wir sie hatten. Die Mobilisierungsfähigkeit von Massen ist beschränkt, da so viele mit den Herausforderungen des Alltags schlicht mit dem Überleben beschäftigt sind. Und wer bitte soll denn diese schier übermächtigen Themen bewältigen? Wer soll den Einfluss der Investmentbanker und Spekulanten auf die Politik zum großen Thema machen? Die SPD? Was ist von einer nur noch dem Namen nach sozialdemokratischen Arbeiterpartei Deutschlands zu halten, die einen Kanzlerkandidaten nominiert, der 25.000 Euro für einen Vortrag im Pleitestaat NRW kassiert, bei wichtigen Bundestagssitzungen abwesend ist und der sich als Mimose geriert, sobald er dafür kritisiert wird? Wer soll über soziale Sicherheit, über Jugendarbeitslosigkeit, über Altersarmut glaubhaft Politik machen? Die korrupten Merkel, Schäuble, FDP und Bankenseilschaften, die sich mit Steuergeldern regelmäßig selber retten, die eine katastrophale Austeritätspolitik betreiben, die den Ruf Deutschlands in Europa nachhaltig beschädigen und die den Reichtum von unten nach oben verteilen? Wer kann die Abstiegsängste des Mittelstands, unsere Abstiegsängste, wirklich ernst nehmen? Wer kann das Abrutschen des Mittelstands verhindern? Die Aufsteigerpartei der Grünen, die selbstzufrieden damit protzt, in der Mitte angekommen zu sein? Die Partei mit dem Ministerpräsidenten, der nicht müde wird zu behaupten, dass mit linker Politik keine Mehrheiten zu gewinnen sind? Diese langsam aber sicher grau werdende Partei, da Grün gemischt mit Schwarz ein diffuses Grau ergibt, die mit jedem ins Bett steigen wird, der ihr die Macht erhält und verspricht. Nein, liebe Freundinnen und Freunde, all diese sogenannten Volksvertretern ist eines gemeinsam. Thomas Rothschild hat es letzte Woche in einem brillanten Essay für die Internetzeitung Kontext auf den Punkt gebracht. Früher haben Parteien eine bestimmte Politik angestrebt und versucht, eine Mehrheit zu gewinnen. Heute, siehe Kretschmann und Co., wollen sie eine Mehrheit gewinnen und richten die Politik, die sie machen, danach aus. Die Mehrheit ist also nicht der Weg zum Ziel einer für richtig gehaltenen Politik, sondern die Politik ist der Weg zum Ziel der Mehrheit. Mit anderen Worten, es geht um die Macht und nichts sonst. Soweit so abstoßend. Aber wen können wir dann noch wählen? Eine Antwort könnte sein, wählen sollten wir in jedem Fall. Denn wenn wir nicht mehr wählen, ist die Demokratie am Ende. Aber wir sollten diejenigen wählen, die am offensten für Veränderungen sind. Wir können mit unserer außerparlamentarischen Bewegung die Parteien von außen, von unten verändern. Wir können sie dauerhaft unter Druck setzen. Wir können sie dazu zwingen, Inhalte zu verhandeln. Denn eines ist sicher, aus sich heraus werden sie sich nicht erneuern. Von alleine werden sie sich nicht bewegen. Die außerparlamentarischen Bewegungen, wir sind es, die die politische Kultur verändern können. Und deshalb, liebe Freundinnen und Freunde der Demokratie, deshalb ist es so wichtig, dass wir weitermachen. Lasst uns dem etablierten Politikverständnis weiterhin Dampf machen. Dampf von unten, von der Straße aus. So wie wir es seit 150 Montagsdemos tun. Lasst uns den Verantwortlichen von S21 weiter einheizen. Denn ihr Kessel zeigt mehr als große Risse. Ich bin überzeugt davon, dass unsere Gegner bereits an einem gesichtswahrenden Ausstieg arbeiten. Zu viel läuft schlecht, zu viele ihrer Vorhaben sind schlicht nicht umsetzbar. Mit Fakten schaffen und erpressen werden sie auf Dauer nicht zum Ziel kommen. Stuttgart 21 kann jederzeit aufgrund von Funktionsmängeln, Finanzierungsmängeln oder Rechtsmängeln scheitern. Das kann morgen sein, das kann in einem Monat, das kann in einem Jahr sein. Und deshalb lasst uns dafür sorgen, dass es so schnell wie möglich scheitert. Kurz und schmerzlos, damit in unserer Stadt kein steuergeldfinanzierter Bautorso steht. Niemand kann für dieses Scheitern besser sorgen als wir. Wer 150 Montagsdemos macht, der kann auch 1500 machen oder 15.000 machen. Wir sehen uns auf der 151. wieder und lasst uns jede weitere genießen, denn unsere Siegesfeier ist zum Greifen nah. Oben bleiben! Geht's euch noch gut danach, oder? Ja!
Holt der Mann irgendwann mal Luft? Keine Ahnung. Ja, vielen Dank, Volker Lösch. Vielen Dank auch an alle anderen, die dabei waren.